Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Per E-Mail schreibt uns jemand: Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für meine Anliegen. Es waren Worte der Ermutigung und Bestätigung. Es stimmt, Daniel, was du geschrieben hast. Jesus ist mir näher als jeder andere. Er lebt in mir. Das Wort aus 1. Korinther 7 hat mir geholfen, loszulassen und meine lieben Eltern zu sehen, wie Jesus sie sieht. In Liebe, was immer noch ein Prozess ist. Danke für eure Gebete. Und was für eine wunderbare Veränderung, wenn man Dinge erkennt, die wirklich wichtig sind. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Das Thema heute: bedingungslose Liebe. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wir haben ja diesen Leitfaden geschrieben, Alltagsveränderer, und da ist das erste Thema bedingungslose Liebe. Darüber möchte ich ein paar Dinge sagen. Bedingungslose Liebe, wir sehen es bei Jesus. Jesus hat jeden Menschen bedingungslos geliebt, egal wie viel Sünde er hatte, was er falsch gemacht hat, ob er gegen ihn war und ob er ihn verraten hat und was auch alles. Bedingungslose Liebe. Und das sollen wir auch in den Alltag bringen. Deshalb Alltagsveränderer. Nicht nur unsere Familie lieben, nicht nur die lieben, die alles so schön und süß machen und uns ein tolles Geschenk gemacht haben, sondern wir sollen jeden lieben. Wie weit wir mit dem dann eine Beziehung haben und mit ihm zusammen sind, das steht auf einer anderen Seite. Aber im Herzen eine bedingungslose Liebe, denn jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Lieben, nur was liebenswert ist, das ist unsere Masche. Aber da stecken so viele Emotionen mit drin. Jesus hatte in dieser Sache keine Emotionen, sondern es war eine Entscheidung. Bedingungslose Liebe. Und ohne Vorurteile. Wir sind ja schon so oft enttäuscht worden von Menschen und sind vorsichtig, Menschen zu lieben. Aber es ist die Agape-Liebe, und da könnte ich jetzt Stunden drüber reden, die Liebe, die wirklich nicht auf die Taten schaut, sondern wirklich die Liebe, wie Jesus geliebt hat, bedingungslos. Und das ist was, wo man sich nicht nur dafür entscheiden kann, sondern es ist ein Üben, es ist ein Prozess. Aber wir sollen in diesen Prozess hineinwachsen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns alle hilfst, Herr, so wie du bedingungslos Menschen geliebt hast, dass wir das auch tun. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns da die Augen öffnest, was das für uns zum Segen ist und wie wir im Alltag für gläubig und ungläubig ein Segen damit sein können. Amen. Amen. Auch heute wollen wir wieder für Menschen beten. Und auf WhatsApp kam folgendes Gebetsanliegen: Mein Mann bekommt demnächst eine neue Sehne als Kreuzbandersatz am linken Knie eingesetzt. Bitte betet, dass alles gut geht oder gar die OP nicht nötig ist, weil Gott das neue Kreuzband einsetzt. Betet aber vor allem für eine starke Glaubensstärkung für meinen Mann. Jesus, wir danken dir, dass du diesen Mann kennst und dass du dieses Kreuzband erneuerst, egal wie. Und wir danken dir, dass deine Hand da drüber ist, dass alles gut wird. Und du bist ein Gott der Wiederherstellung. Und wir danken dir, dass dieses Knie wieder vollkommen in Ordnung wird. Danke, Jesus, für dein Eingreifen. Und ich danke dir, dass du auch diesen Mann stärkst, dass er wirklich deine Kraft erfährt und deine Liebe erfährt und dein Eingreifen erfährt. Danke, Jesus, für eine wirkliche Glaubensstärkung für ihn. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns: Liebe Isolde, lieber Daniel, wir haben ein Gebetsanliegen. Ich gebe ab nächstes Jahr meine Praxis an einen jungen Kollegen ab, der in den vorhandenen Praxisräumen die Patienten weiter behandeln will. Jetzt gibt es große Probleme bei der Erstellung des Mietvertrages, sodass die Übergabe gefährdet ist.
Bitte betet mit dafür, dass der Mietvertrag zeitnah und rasch erstellt wird und für beide Seiten zufriedenstellend ist und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter entsteht. Die Zeit drängt. Viele Grüße und Gottes Segen. Und Jesus, du bist auch ein Gott über diese Situation. Und ich danke dir, dass du auch da eingreifst, dass du auch da Frieden schenkst über der ganzen Situation, dass du eine Einigung schenkst darüber und dass es in Frieden und in Liebe abläuft. Danke, Jesus, dass es ein gutes Verhältnis wird und dass alles, was entgegensteht, ausgeräumt wird und dass wirklich da eine gute Sache entsteht. Danke, Jesus, dass diese Übergabe funktioniert und dass es wirklich im Frieden geht und in einem wirklich, so wie es für jede Partei gut und richtig ist. Danke, Jesus, dass du deine schützende Hand auch darüber hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Eine Frau schreibt per E-Mail: Ich bin so froh, dass es euch gibt. Ich bin selbstständige Therapeutin und bin am Vorbereiten für meine EMR-Anerkennung. Das heißt, dass ich nachher von den meisten Krankenkassen anerkannt bin und so gewährleistet ist, dass sich meine Patienten bei mir melden. Diese sind sehr streng mit dem Aufnahmeverfahren. Darum bitte ich euch, mich zu unterstützen durch euer Gebet. Vielen Dank. Ja, dafür wollen wir beten. Danke, Herr, dass du jetzt auch hier deine Hand drüber hältst. Herr, ich danke dir dafür, dass dieses Aufnahmeverfahren wirklich wunderbar läuft. Herr, ich danke dir, dass du wunderbar, Herr, das Gelingen schenkst, Herr, dass das alles harmonisch läuft und dass auch das ganze Geschäft auch richtig gut läuft, dass, Herr, Patienten kommen und dass auch dort Heilung geschieht und dass Weisheit für die Behandlung auch geschieht, Herr, im ganzen Umfang. Danke, Herr, schenke du deinen Segen. Amen. Amen. Eine Frau bittet für ihren Mann: Seit 14 Tagen hat mein Mann innere Blutungen und hat Blut im Urin. Er war im April im Krankenhaus und er müsste jetzt wieder rein, weil er Infusionen braucht. Er trinkt einfach zu wenig, obwohl ich ihn immer dazu ermutige. Heute ist er rückwärts gefallen, weil ihm schwindelig war. Danke für eure Treue und Gebete. Ja, dafür wollen wir beten und das haben viele das Problem, zu wenig trinken, weil das ist wirklich eine wichtige Sache. Danke, Herr, dass du jetzt auch diesem Menschen ganz nahe bist. Herr, danke, Herr, die ganze Ursache für das Blut im Urin, danke, Herr, dass du der Heiler bist. Herr, dass alles, was da nicht in Ordnung ist, Heilung hineinkommt. Durchströme du es mit deinem heilenden Blut, das du für uns vergossen hast auf Golgatha, am Kreuz. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dich darum bitten dürfen und danke, Herr, dass wir es mit Freuden erwarten dürfen. Heilung, Herr, innere Heilung, Herr, Heilung an diesen Organen. Ich danke dir. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen und viele Gebetserhörungen schreiben uns Menschen. Und hier auch eine Frau: Danke, ihr hattet für den Verdacht von Herpes im Auge gebetet. Es hat etwas gedauert, aber seit einigen Monaten ist die Krankheit ganz verschwunden. Auch meine rechte Schulter, die ich nicht mehr ohne Schmerzen bewegen konnte und für die ihr gebetet habt, wurde geheilt. Vielen Dank für eure Gebete. Und eine Frau hat Folgendes erlebt. Ich möchte euch von einer Gebetserhörung berichten. Heute Vormittag war ich voller Wut. Trotzdem habe ich die Sendung Heilungstage angeschaut, mitgebetet und das Abendmahl genommen. Gott gab mir vollen Frieden in mein Herz. Ich bin ganz ruhig geworden. Auch die Schmerzen in meinem Fuß sind verschwunden. Danke, Jesus, und danke für die Gebete. Ich bin innerlich gestärkt worden und habe wieder Hoffnung für meine Ehe. Wie wunderbar, wenn Menschen auch berührt werden, wenn sie eine Sendung anschauen. Es ist nicht die Sendung, es ist nicht Isolde und Daniel, es ist wirklich
Der lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist eine wunderbare Sache, die wir in Anspruch nehmen können. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen auf der WhatsApp-Nummer, die eingeblendet ist. Der Tipp des Tages heute, ich habe über die bedingungslose Liebe gesprochen. Nimm dir einen Menschen vor, den du noch nicht lieben kannst, und beginne ihn zu lieben. Bete darüber, tu es im Gebet und entwickle wirklich eine Liebe. Wenn du sagst, der ist überhaupt nicht liebenswert, der hat überhaupt keine Voraussetzungen, wie ich mir vorstelle, dass ich ihn liebe. Ja, Gott liebt alle. Und lass beginne damit und es wird dir zum Segen sein. Schick uns deine Anliegen und auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ich möchte dir den Alltagsveränderer wirklich empfehlen. Du kannst ihn völlig kostenlos bekommen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Die Predigt vom Alltagsveränderer kannst du auch gerne auf YouTube anschauen. Der Titel ist dort die drei Veränderungswunder. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns. Bis bald. Alles Gute und Gott segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.